Hallo Jungs und Mädels. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, geht es heute um Daylight. Ja, ich würde nicht allzu viel dazu sagen, außer dass ich es preisgünstig gekriegt hatte im Store, als es mal im Angebot war. Und bis dato lag es jetzt noch ein bisschen rum. Und ja, das Ganze ist so, das kann ich euch schon mal vorab verraten, es gibt keine Lösung und nichts. Und das Spiel. Er stellt sich jedes Mal wieder neu. Das heißt, mit jedem Mal, wenn man es anfängt, sind die Level anders. Und die bauen sich immer auch erst auf, wenn man in einen neuen Abschnitt kommt. Was total interessant ist. Und ja, man wird am Anfang des Spiels ins kalte Wasser geschmissen. Und das werden sich jetzt mit euch auch machen. Will ich einfach sagen, ich habe es schon mal angespielt. Wir nehmen eine neue Geschichte. Und legen gleich los. Die Steuerung, was ganz wichtig ist, was ihr unbedingt wissen müsst, ist Laufen L2, dann die Leuchtstäbe nach links der Steuerkreuz, nach rechts die Signalfackeln und ansonsten bewegen ganz normal mit den Sticks. Und ja, Objekte mit X aufheben bzw. verwenden. Der Rest, das kommt alles von alleine. Wir müssen es schaffen. Gott. Kriegen wir jetzt eine Karte? Wie nett. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um eine um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Okay. Jetzt manchmal ein bisschen holprig klingt, ist das Problem. Ich habe zwar mir eine neue Brille geholt, aber wenn das ein bisschen undeutlich geschrieben ist, kann ich das von hier aus ziemlich schlecht lesen. Obwohl ich einen relativ großen Fernseher habe und eine gute, super gute Auflösung, aber. Baut anscheinend im Hintergrund noch alles Mögliche auf. Ansonsten könnte ich mir das Geruckle jetzt nicht erklären. Aber wo sind wir hier bloß gelandet? Lauter Notizen. New Kipling Herald. Mid-Eastland Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt. 5. Februar 1907. Die Mid-Eastland Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart, Dr. Walter Mercer. Er ist als eine führende Persönlichkeit der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich, einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Okay. Was haben wir hier im Rucksack? Ah, Leuchtstäbe. Cool, mehr Licht. Oh, wir sehen unsere Fußabdrücke.
Den Leuchtstäben sehen wir dann auch die verdeckten Relikte, die wir einsammeln müssen, noch besser. Die auch immer woanders sind. Weil sich das ja alles immer neu aufbaut. Schon mal gut, dass wir sie haben. Tote Kuh. We are but one thread woven from the web of life. All things connect, all things are bound. Middle Island Hospital Patient Record File, Datum 4. April 1988, Akte Patient 13. Lauf. Was nenne ich mal ein kurzes Statement? Okay, hier oben geht schon mal nicht weiter. Ich glaube, unten beim Rucksack war der einzige Weg, um hier weiter ins Gebäude vorzudringen. Aber wollen wir das überhaupt? Ich ehrlich gesagt nicht. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Ein Engel mit einer Schlange drumherum. Ein geköpfter Engel. Auf hier, das benutzt immer weg. Nehmen wir mal ein neues auf. Machen wir eins an. Okay, komm, da geht die Tür schon auf. Das sind diese Reliktsachen. Oder da könnten Relikte drin sein. Was ist hier mit den Türen los? Mit Island Hospital, Patient Record File, 4. März 1988. Patientin 13, das war die mit dem Lauf. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Was ist das? The memories will burn into your flesh. Don't let them see. Okay, wenn ich die Relikte kriege, brennen die sich bei mir ein. Na lecker. Ein von 6 Relikten. Gott. Gott. Was sind das für Geräusche hinter mir? Hier ist eine Tür. Kein Relikt drin. Oh, keins. In eine sind wir nicht rein. Ich merke mal die Türen anzeigen, die wir nicht rein sind. Damit ich weiß, wann es weitergeht. I can't take it. Wow, 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 wow. Okay, gleich mal wieder ein neues Knicklicht. Neue Nachricht, was ist das? Kakerlaken oder sowas? Welche Käfer? Geschichte von New Kipling. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Ist also die ganze Stadt verflucht oder was? Okay. Patientenzimmer.
Patientenzimmer. Mid-Easeland Hospital, Patientenrekord, Fall 8. September 1937, Patient 27C. Der Patient ist körperlich gesund. Sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wurde ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefer, monotoner Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillen Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Okay. Oh Gott, was ist das? Fuck. Habt ihr das Zittern auf dem Handy gesehen? Das zeigt, wo das hier oben eine Präsenz ist. Oh, was für eine. Okay, Treppen. Hoch und runter. Oh Gott, wir müssen zurück zur Gestalt. Wegen der Tür. Oh Gott. Ich will nicht, Mami. Ich will nicht. War das vorhin übersehen? Muss echt überall gucken. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendetwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen, George. Hey, das würde ich aber auch. Hallo? Mensch, bist du denn ruhig? Was soll denn noch aufmerksam auf uns machen? Scheint aber Licht nicht zu mögen. Okay, das Relikt hat sich schön bei uns eingebrannt. Gott. Es ist in der Nähe. Hier vorne ist Licht. Oh. Wegschmeißen. Neue aufstocken. Jetzt müssen wir durch die Tür, ob wir wohin oder nicht, wo wir noch nicht drin waren. Hier in meiner Wohnung sehr hellhörig ist, macht es auch nicht besser. Gott. I know there's somebody here. Ja, das glaube ich auch. Mittlerweile, leider. Noch mehr Zimmer. Die war schon auf. Okay. Telefon und Schrank. Oh Gott.
werden hier alles umgestaltet. Sieht ja echt wüst aus. Das haben die schon wieder alle. Da ist ein Stuhl. Was ist da drauf? Nichts, ein Buch. Eine Spritze. Unter gelben Flüssigkeit. Na, lecker. Was liegt denn hier noch rum? Gott. Boah. Stockt ein echtes Blut. Mit diesen Flares können wir sie verjagen. Den Leuchtfackeln. Gibt auch einen Erfolg. Aber frag mich jetzt bitte nicht, wie der heißt. Hab ich vorhin mal geholt. Nur eine Flair. Dann bekommen wir noch Leuchtkerzen. Scheint auf der richtigen Spur zu sein. Anybody there? Bist du denn ruhig? Das hat wohl jemand gehört. Boah, ist das ja alles verzweigt und verzwickt. Okay. Ah, toll, das ist dieser Reliktraum. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch später. Das heißt, wir müssen zurück zu den Treppen. Oh Gott, ich will nicht. Ach, nur zwei Relikte finden. Das hört, wenn wir rennen. Ich weiß es nicht.
you're there. Gott. Das ist bestimmt in einem anderen Gang. Okay, vielleicht verkennen wir noch genug. I know there's somebody here. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Der Keller jagt mir noch mehr Angst ein. Haben wir schon mal alle Türen. Puh. Hinten ist dicht. Okay. Neues Relikt. Dr. Mercer. Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenhausschwester William Farish manchmal stundenlang während seiner Schicht verschwindet und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hose so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf ansprechen, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergegeben werden. Okay. Okay, Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so eine Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor er einen Blick auf mich werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort und niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Bertha sucht sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Sorry dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht in meinem Heizungsraum rumtreiben, George. Okay. So, jetzt haben wir das Relikt, was unten das Siegel enthüllt, oder diesen Gegenstand, um das Siegel zu brechen. Gott, ich hör's doch schon wieder. Med Island Hospital Patienten Record File 9. April 1860 Patient 06B. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elend kleine Mädchen übrig hat. Okay. Das ist das Relikt, wo dieser Stoffbär, mit dem wir das Siegel aufmachen können.
Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nichts länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen, der Krankenschwestern auch. Es ist böse und ich werde hier nicht bleiben, um herauszufinden, was es vorhat, George. Der Hausmeister quittiert schon mal den Dienst. Kann ich durchaus verstehen. Hier in der Nähe. Mid-Eastland Hospital Patienten Record File, 24. April 1859, Patient 12a. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer des Patienten zu entfernen, um so ihre Fantasie zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Oder vielleicht ist die Puppe der Gegenstand. Hier geht's wieder runter. Sind wir jetzt alles abgelaufen? Soweit? Hier unten war die verschlossene Tür, oder? Okay, Keller wollten wir noch nicht. Aha, okay. Ja, die verschlossene Tür. Need the key. Das alles zu. Da ist die zur Tür. So das Siegel. Und dann müssen wir das ist Relikton fürs Siegel oder irgendwie so. Oh Gott. Da ist etwas. Okay, der Weg nach unten. Das müsste jetzt der andere sein, dass ich mich nicht verlaufen habe. Haben wir da hier irgendwo auch das Relikt oder nicht? Gott, ist das kompliziert. Das letzte Mal war es etwas einfacher aufgebaut.
alles zu. Mein Glück. Oh, ich dachte jetzt eben, da steht sie schon wieder. Oh, es gibt hier eine Art Frühwarnsystem, man sieht es ja immer auf dem Handy so ein bisschen. I know there's somebody here. Oh God, what the fuck was that? I know you're there. I know there's somebody here. Gott. Ein Teddybär. Das Mädchen. In 10 Monaten. It began with infection. A black veil of sickness, disease and despair, sudden and swift. What the hell? Can it be? I see you. I see you. Kranker Scheiß. Anybody there? Kann mich wahrscheinlich mit dem Teddybär in der Hand gar nicht wehren. Nicht so laut sagen, aber zum Glück sind wir noch nicht weiter auf es gestoßen. Jetzt können wir es öffnen. Jetzt haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Break. Ich brauche erstmal ein bisschen was zur Beruhigung. So, Jungs und Mädels, sollte euch dieser Clip gefallen haben, lasst ein Abo da oder gebt mir einen Like. Wenn nicht, schreibt was in die Kommentare, damit ich euch finden kann und mich bei euch bedanken kann. Nein, nur nicht. Bis denn dann.